Ich möchte heute über das Kapitel 13 von Matthäus predigen. Und verzeiht mir, wenn es keine super ausgearbeitete Predigt ist, sondern es wird eher ein bisschen spontan. Und ich möchte einfach Vers für Vers durchgehen. Und wir wollen uns jeden Vers anschauen, ja, was das bedeutet. Das Kapitel 13, das sind die Gleichnisreden Jesu. Er erzählt ein Gleichnis nach dem anderen über das Reich der Himmel. Und es beginnt damit, dass er das Gleichnis vom Sämann erzählt. Und mit Gleichnissen ist es natürlich so, dass das Beispiele sind. Das sind Illustrationen. Man kann nicht in jedes einzelne Detail etwas reininterpretieren. Deswegen müssen wir immer auf die eindeutige, genaue Lehre achten, die wir zum Beispiel in den Briefen finden, und die Gleichnisse eher als Unterstützung nutzen, um eine Lehre besser zu verstehen. Und das Beispiel, das Jesus hier nutzt, für verschiedene Arten von Menschen, wie sie auf das Evangelium reagieren, das ist eben ein Samenkorn, das auf den Acker gesät wird. In Vers 3, und er redete zu ihnen vieles in Gleichnissen und sprach, siehe, der Sämann ging aus, um zu säen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg und die Vögel kamen und fraßen es auf. Ein Samenkorn, das ist sinnlos, wenn es aufgefressen wird von den Vögeln. Das kann nicht aufgehen, da kann keine Pflanze daraus werden. Und es kann natürlich schon gar keine Früchte tragen. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hat. Und es ging so gleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Also dieses Samenkorn, das ging auf. Aber ohne Erde, ohne dass das Samenkorn genährt wird, ohne dass damit etwas passiert, wird nicht viel dabei rauskommen. Und es wurde verbrannt durch die Sonne. Anderes aber fiel unter die Dornen, Vers 7. Und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht. Etliches 100-fältig, etliches 60-fältig und etliches 30-fältig, wie Ohren hat zu hören, der höre. Also was auffällt, wir kommen später noch zu der Auslegung des Gleichnisses, die Auslegung, die Jesus gibt. Aber was auffällt ist, dass nur eines dieser Samenkörner wirklich zu einer Pflanze wird, die Frucht bringt. Und viele Christen sagen dann, siehst du, nur der eine Mensch ist gerettet. Aber wir kommen, wie gesagt, später noch zu der Auslegung, die Jesus gibt. Und das stimmt nicht, dass nur einer von denen gerettet ist. Später mehr dazu. Und Vers 9 ist ein kurzer Vers, aber ein wichtiger Vers. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das Ding ist, jeder Mensch hat Ohren zu hören. Jeder Mensch kann mit seinem Sinnesorgan hören, auch wenn nicht alles in sein Herz geht. Das ist der Unterschied. Und was Jesus damit sagen möchte, denke ich, ist, dass das allen Menschen gilt. Es gilt nicht irgendwie nur für die Juden. Ach, das ist ja nur für die Juden gedacht oder so. Nee, sondern auch wir haben Ohren zu hören. Auch wir können das hören, was Jesus sagt. Das gilt für alle Menschen. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Das sollen alle hören. Nicht nur eine bestimmte Volksgruppe. Das ist Quatsch. Das Evangelium gilt allen Menschen. Das Wort Gottes gilt allen Menschen. Seine Rechtsbestimmungen, sagt die Bibel, gelten auf der ganzen Erde. So, sinngemäß. Ich habe es nicht genau. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Aber wie wir dann später noch sehen werden, gibt es Leute, die haben zwei Ohren, aber sie hören schwer. Sie verschließen ihre Ohren, sie wollen nicht hören. Und im geistlichen Sinne kann jemand zwei Ohren haben zum Hören, aber keine Ohren in dem Sinne, dass er es versteht, dass es wirklich in sein Herz dringt. Und die Bibel sagt, dass ein sehendes Auge und ein hörendes Ohr, dass das der Herr gemacht hat in den Sprüchen. Also Gott muss das schenken, dass jemand sein Wort wirklich hören kann, im Sinne von verstehen kann. Weil die Bibel auch sagt, dass der natürliche Mensch nicht annimmt, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistig beurteilt werden muss. Also ein natürlicher Mensch, der hat zwar Ohren zu hören, dass er den Schall der Rede hören kann, aber es wird nicht in sein Herz dringen, er wird es nicht verstehen können, weil er nicht den Geist hat. Jemand, der nicht gerettet ist und die Bibel liest, der kann sich nicht dadurch bekehren. Das wird nicht funktionieren. Er kann die Bibel nicht verstehen. Aber er hat trotzdem die Chance zu hören auf biblische Predigt, auf einen Evangelisten, der gesandt wird. Er hat Ohren zu hören, im weltlichen Sinne. Vers 10, da traten die Jünger herzu und sprachen zu ihm, warum redest du in Gleichnissen mit ihnen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, weil es euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen, jenen aber ist es nicht gegeben. Also jenen ist es nicht gegeben. Den Leuten, die nicht gläubig sind,
die Jesus abgelehnt haben, das waren die meisten der Juden, die ihn abgelehnt haben, jenen ist es nicht gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Aber seinen Jüngern, denen war es gegeben. Und was Jesus eigentlich sagt in diesen Gleichnisreden ist, dass er es absichtlich verhindert, dass diejenigen, die ihn abgelehnt haben, die nicht an ihn glauben wollen, dass sie die Geheimnisse des Reiches der Himmel verstehen. Jesus verhindert es dadurch, dass er eben in Gleichnissen redet. Aber er sagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu verstehen. Jenen aber ist es nicht gegeben. Also wir können die Gleichnisse verstehen. Und wenn jemand die Bibel nicht versteht, ein Gleichnis nicht versteht, dann liegt es daran, dass er nicht gerettet ist. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes, darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Und das geht wieder, das hängt wieder zusammen mit Vers 9, wo eben steht, wer Ohren hat zu hören, der höre. Also beim Hören geht es nicht unbedingt nur um das physische Hören, sondern eben auch um das Verstehen. Wer aus Gott ist, der hört die Worte Gottes. Da geht es nicht um den Schall, sondern darum, dass er es versteht. Dass er das geistliche Verständnis hat. Vers 12, denn wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Man könnte denken, oh, das ist ja ziemlich ungerecht. Wer hat, dem wird gegeben werden? Warum? Aber das Ding ist, wer hat, wer Gottes Wort aufnimmt, wer gerettet wird, dem wird noch mehr gegeben werden. Der wird Überfluss haben. Siehst du, wenn wir gerettet, also als wir gerettet worden sind, als wir gläubig geworden sind an den Herrn, ewiges Leben bekommen haben, da haben wir nicht nur ewiges Leben bekommen, sondern wir haben auch im Überfluss noch viel mehr dazu bekommen. Geistliche Segnungen. Wir können Gottes Wort verstehen. Wir können die Geheimnisse des Reiches der Himmel verstehen. Wir haben Gottes Segen in unserem Leben, wenn wir ihm dann auch nachfolgen, wenn wir Frucht bringen. Und es geht eben alles aber damit los, dass wir an den Herrn glauben, dass wir gerettet werden. Und wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht sehen und hören und doch nicht hören und nicht verstehen. Also sie sehen zwar, aber sie sehen nicht. Sie hören, aber sie hören nicht. Warum? Und es wird an ihnen die Weissagung des Jesaja erfüllt, welche lautet, mit den Ohren werdet ihr hören und nicht verstehen, mit den Augen werdet ihr sehen und nicht erkennen, denn das Herz dieses Volkes ist verstockt und mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen, dass sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Man könnte sich denken, wenn man Vers 12 liest, oder auch Vers 13, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehen und doch nicht hören, sehen und so weiter, dass Jesus es einfach nur verhindern will, dass sie es nicht verstehen. Aber wirklich das Problem ist nicht Jesus, der es verhindert, dass sie die Geheimnisse des Reichs der Himmel verstehen, sondern das Problem sind die Leute selbst. Das Problem sind die Leute selbst, die ihre Augen verschlossen haben, ihre Ohren verschlossen haben. Wir wollen es nicht hören, wir wollen es nicht sehen, wir wollen nichts davon wissen. Und das ist wichtig zu beachten. Wir lesen auch das Ähnliche im Johannesevangelium, dass sie nicht glauben konnten. Worum es hier eigentlich geht, sind Verworfene. Es sind Verworfene. Sie haben Gott erkannt, aber das, was sie hatten, ja, sie hatten Jesus vor sich stehen, sie hatten seine Predigt, aber das, was sie bekommen haben von Gott, das haben sie verworfen. Sie wollten nicht hören, sie wollten nicht sehen und Gott nimmt ihnen alles weg. Dagegen, wer auf ihn hört, wer an ihn glaubt, wer gerettet wird, der kann Überfluss haben. Dem wird so viel gegeben. Und einfach nur aus Gnade. Also das Problem ist, das Volk selbst, das Herz dieses Volkes ist verstockt. Mit den Ohren hören sie schwer und ihre Augen haben sie verschlossen. Sie haben ihre Augen verschlossen. Aber glückselig sind eure Augen, dass sie sehen und eure Ohren, dass sie hören. Denn wahrlich, ich sage euch, viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht und haben es nicht gesehen und zu hören, was ihr hört und haben es nicht gehört. Ich meine, wir leben wirklich in einer gesegneten Zeit. Ich bin froh, im Jahre 2022 zu leben, weil wir einfach so viel Zugang haben zu, nicht nur zu Gottes Wort, sondern zu Predigten. Wir haben so viele Möglichkeiten, Gott zu dienen. Wir haben es so viel besser. Wir haben es so viel besser,
als die Propheten im Alten Testament. Ich habe es besser als Elia. Ich habe es besser als Jesaja. Ich habe es besser als Jeremia. Besser als Hesekiel. Ich habe es besser als Daniel. Viele Propheten und Gerechte haben zu sehen begehrt, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Also wir können wirklich sagen, glückselig sind unsere Augen, dass sie sehen, und unsere Ohren, dass sie hören. Wir können uns glücklich schätzen. Und ja, Matthäus Kapitel 13 ist nicht ohne Grund eines meiner Lieblingskapitel. Und das sind meine Lieblingsverse aus dem Kapitel, weil es eben so ein unbeschreiblicher Segen ist, einfach Gottes Wort zu verstehen und all die Offenbarungen zu haben, alles einfach lesen zu können und ja, den Heiligen Geist zu haben und all die Segnungen, die damit einhergehen. Dumm sind die Leute, die Gottes Wort ablehnen. Ja. Amen. Nicht nur, dass sie zur Hölle fahren, sondern, ich meine, das ist das Allerschlimmste, das habe ich jetzt falsch ausgedrückt, das ist das Allerschlimmste, dass sie zur Hölle fahren, aber ich meine, wie dumm kann man sein? Wollen sie nicht glückselig sein? Wollen sie nicht Überfluss haben? Wer hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Und da steht nicht, wer hat, der muss sich anstrengen und ganz viel arbeiten, um vielleicht etwas dazu zu bekommen, sondern nein, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Er wird Überfluss haben, dem wird gegeben werden. Natürlich, wenn wir nicht Seelengewinn gehen, wenn wir nicht Gott dienen, dann können wir Gottes Zorn in unserem Leben haben, Gottes Gericht. Aber auf der anderen Seite, Seelengewinn zu gehen, ist auch nicht so extrem schwer. Ich meine, man kann das schaffen. Ich meine, wir gehen hier durch wenig Trübsal. Ja, die Leiden dieser Welt fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die in uns geoffenbart werden soll. Ich habe das jetzt ein bisschen falsch zitiert, aber es ist einfach nicht vergleichbar mit dem, was wir bekommen haben und dem, was noch kommt. Also, hey, wo ist das Problem? So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. Und jetzt legt Jesus eben selbst das Gleichnis aus. Er hat zu der Volksmenge in Gleichnisreden gesprochen, damit sie es nicht verstehen. Also damit sie es nicht verstehen. Und wieder, was ist das Problem? Die Leute sind das Problem, die ihre Augen verschlossen haben, die ihr Herz verschlossen haben, die nicht sehen, nicht hören wollten. Aber Jesus treibt es dann auch weiter und sagt, dann nehme ich euch alles weg. Dann rede ich zu euch in Gleichnissen, damit ihr es nicht versteht. Hey, ihr habt mich abgelehnt? Bitte, ich lehne euch ab. So hört nun ihr das Gleichnis vom Sämann. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Also es gibt hier einen Menschen, von dem jeder Christ sagen würde, dass er definitiv nicht gerettet sein kann. Denn hier wird jemand beschrieben, der das Wort vom Reich hört und nicht versteht. Deswegen, wenn du das Evangelium nicht verstehst, dann kannst du es auch nicht glauben. So oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Der Teufel kommt, raubt das, was in sein Herz gesät ist, nimmt den Samen weg, nimmt Gottes Wort weg, damit er nicht gerettet wird. Es wurde an den Weg gestreut, dieses Samenkorn, ja, es ist sinnlos. Es ist nichts daraus geworden. Aber das Ding ist, wenn wir mit Atheisten reden und sie fragen, ja, macht das Sinn, was ich erzähle? 99% der Leute sagen ja. Also ich mache so gut wie nie die Erfahrung, dass jemand sagt, das macht keinen Sinn. Was alle, eigentlich also fast alle zugeben ist, ja, es macht eigentlich schon logisch Sinn, was du mir erzählt hast. Ja, eigentlich schon. Ich meine, das Evangelium ist logisch, das ist nicht schwer zu verstehen. Sei einfach nur Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du in dein Haus. Rufe den Namen des Herrn an. Es ist einfach. Aber hier wird jemand beschrieben, der es so gar nicht verstanden hat. Um einfach nur besonders klar zu machen, derjenige ist nicht gerettet. Auf den felsigen Boden gestreut, aber es ist bei dem, der das Wort hört und zugleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendisch. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Also er nimmt das Wort mit Freuden auf. Wo jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, war das Keith Green oder war das William MacDonald, was ich in meiner Predigt in Wittenberg erwähnt habe? Keith Green wahrscheinlich, ne?
der meinte, ja, wenn wir irgendwie nicht das Evangelium mit Nachdruck so auf Buße, Umkehr von Sünde predigen, dann nehmen die Leute das Wort mit Freuden auf. Das Evangelium nimmt man mit Freuden auf, Idiot. Das Evangelium ist eine gute Nachricht. Eine gute Nachricht nimmt man mit Freuden auf. Ich meine, ist es nicht gut, dass derjenige das Wort mit Freuden hier aufgenommen hat? Er hat es aufgenommen. Wir freuen uns doch, wenn jemand das Evangelium aufnimmt. Aber Leute verurteilen das und sagen, ja, aber der hat nicht Buße von seinen Sünden getan. Na gut, okay, hat er wahrscheinlich wirklich nicht getan, wenn ich hier weiterlese, aber es spielt keine Rolle, er hat das Wort mit Freuden aufgenommen. Ich glaube, dass derjenige gerettet ist. Und die Leute, die sagen, doch, der ist nicht gerettet, denn siehst du in Vers 21, da steht, dass er wetterwendisch ist, wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht und des Wortes willen, so nimmt er so gleich Anstoß. Dann sagen die Leute, ja, siehst du, der ist nicht gerettet, der nimmt Anstoß. Der fällt ab. Sagen die Leute, die noch nie Bedrängnis oder Verfolgung in ihrem Leben hatten. Das ist pure Heuchelei. Sie denken, oh, ach, wir halten das aus, Bedrängnis und Verfolgung. Wir haben wirklich den rettenden Glauben. Ja. Wir haben die Werke in unserem Leben. Wir werden bis ans Ende ausharren. Ohne überhaupt zu wissen, was Bedrängnis oder Verfolgung ist. Ich meine, wir haben ja in Deutschland nicht wirklich viel Bedrängnis oder Verfolgung. Ich meine, außer du übersetzt die LGBT-Lüge, aber... Aber auch das ist nicht viel. Echt, also es gibt Christen in anderen Ländern, die haben wirklich was zu leiden. Und all diese Leute, die das sagen, dass derjenige nicht gerettet ist, ey, die werden sich eines Tages fragen müssen, ob sie gerettet sind. Wenn sie die Trübsal durchmachen. Oh, sind wir dann überhaupt gerettet, wenn wir jetzt aufgeben? Unter die Dornen gesät, aber es ist bei dem, der das Wort hört. Aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Also unter die Dornen gesät, die Dornen ersticken das Wort, es wird unfruchtbar. Was ist der Grund? Die Sorge dieser Weltzeit, der Betrug des Reichtums. Ja, es heißt auch, dass die Geldliebe die Wurzel allen Übels ist, welcher Nachtrachten etliche vom Glauben abgefallen sind und sich selbst mit vielen Schmerzen durchbohrt haben. Geld zu lieben, sich zu sehr um diese Welt zu kümmern, führt dazu, dass man unfruchtbar wird. Aber wieder, derjenige ist gerettet. Es ist einfach nur so, dass das Wort unfruchtbar wird. Er bringt keine Frucht. Oh, der ist nicht gerettet, wenn er keine Frucht bringt. Ja, bringst du Frucht, der das sagt? Wieder, die meisten Christen, die sowas behaupten, die bringen selbst keine Frucht. Es ist einfach nur Heuchelei. Auf das gute Erdreich gesät, aber es ist bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht und der eine trägt 100-fältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Es gibt wirklich Leute, die sagen, dass das gute Werke sind, dass das irgendwie ein verändertes Leben ist. Irgendwie, der hat an Jesus geglaubt und jetzt wird sein Leben verändert, jetzt hat er die Frucht in seinem Leben. Okay, also er ist 100-fältig nett zu seinem Nächsten gewesen. Er hat 100-fältig, was weiß ich, gespendet an die Armen. Ich meine, wie willst du jedes einzelne gute Werk so genau zählen? Aber hier wird genau gezählt. Hier wird gesagt, ey, der hat 100-fältig gebracht, der 60-fältig, der 30-fältig. Die Bibel sagt in Sprüche Kapitel 11, Vers 30, schlag das mit mir auf. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Siehst du, die Frucht eines Gerechten, das sind nicht irgendwie gute Werke. Das sind nicht irgendwie, dass du ein verändertes Leben hast, sondern die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens. Das ist ein Parallelismus dieser Vers. Also es wird dann nochmal wiederholt, das Gesagte, nur mit anderen Worten. Und der Weise gewinnt Seelen. Also worum es hier geht, ist nicht nur ein Gerechter im Sinne, der ist gerettet, sondern es geht um einen Weisen, der ein gerechtes Leben führt. Und derjenige, der wird Seelen gewinnen. Die Frucht des Christen sind gewonnene Seelen, sind weitere Christen. Nicht irgendwie gute Werke. Sowas wie Langmut, Liebe und sowas, was als die Frucht des Geistes bezeichnet wird, das ist eben die Frucht des Geistes.
Und es sind nicht die Früchte des Geistes, sondern es ist die Frucht des Geistes. Bedeutet, wenn ich im Geist wandle, dann habe ich alle diese Eigenschaften auf einmal. Weil es eben Singular die Frucht des Geistes ist. Was ist die Frucht des Geistes? Es ist nicht die Frucht, die ich bringe. Die Frucht, die ich bringe als Christ, wenn ich eben ein gerechter, ein weiser Christ sein will, das sind gewonnene Seelen, das sind weitere Christen. Das sind mich geistlich fortpflanze. Deswegen spricht Paulus auch von den Kindern, die er in seinen Ketten gezeugt hat. Also auch als er in Ketten war, im Gefängnis war, hat er Kinder gezeugt, geistlich, weil er das Evangelium verkündigt hat. Aber lass uns wieder zurückgehen zu Matthäus Kapitel 13. Und wir sehen, dass das biblisch ist, unsere Errettung zu zählen. Sehen wir auch in der Apostelgeschichte, dass so und so viel Tausend hinzugetan wurden oder so. Wir zählen unsere Errettung, das ist biblisch. Und hey, wir können dann sagen, ja, wir haben 30-fältig hervorgebracht oder so. Ja. Ja, die Frucht eines Christen sind weitere Christen. Alles bringt nach seiner Art hervor, das ist das Prinzip, das die Bibel lehrt. Und wir sollen gutes Erdreich sein. Das ist hier weniger, für mich als Christ ist das weniger, geht es hier weniger darum, wer ist gerettet, wer nicht. Auch wenn das natürlich ein Aspekt dieses Gleichnisses ist, dass eben drei davon gerettet sind, nur einer ist nicht gerettet. Aber ich möchte es lieber als Motivation nehmen, selbst gutes Erdreich zu sein. Selbst gutes Erdreich sein, selbst Frucht bringen eben, nützlich sein für Gott. Aber wenn wir eben die Sorge dieser Weltzeit haben, den Betrug des Reichtums, wird das Wort erstickt und wir werden unfruchtbar, wir werden unnütz für Gott. Und wir wollen nicht unnütz werden für Gott. Durch unsere Sünde, durch unsere Begierden, was wir haben wollen, irgendwie, was wir für Probleme haben und in Selbstmitleid versinken, sondern wir wollen fruchtbar sein für Gott und 30-fältig, 60-fältig, 100-fältig hervorbringen. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach, oder Moment, ich habe noch eine andere Stelle, die ich euch zeigen wollte. Genau, schlagt mit mir auf, Lukas Kapitel 8, Vers 11. Das ist die Parallelstelle zu dem Gleichnis. Lukas Kapitel 8, Vers 11. Das Gleichnis aber bedeutet dies, der Same ist das Wort Gottes. Die am Weg sind die, welches hören, danach kommt der Teufel. Also hier haben wir nochmal die Erklärung. Der Böse, der in Matthäus 13 genannt wird, ist eben der Teufel. Und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden. Also bei denen heißt es explizit, dass sie nicht zum Glauben gelangen. Also hier wissen wir, dass sie nicht zum Glauben gelangt sind. Die aber auf den Felsen sind die, welche das Wort, wenn sie es hören, mit Freuden aufnehmen. Wieder, sie nehmen es auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also dieses Aufnehmen, was bedeutet das wohl? Dass sie das Wort geglaubt haben. Jesus sagt, dass er das Brot des Lebens ist. Wir müssen es einfach essen. Ja? Wir müssen es aufnehmen. Das ist das Bild. Also wenn jemand das Wort mit Freuden aufnimmt, dann glaubt er. Aber sie haben keine Wurzel, sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab. Aha, der hat seine Errettung verloren. Siehst du, er hat nur eine Zeit lang geglaubt. Jetzt glaubt er nicht mehr. Das ist, was manche Leute sagen. Ja, das ist Irrlehre. Wer gerettet ist, ist für immer gerettet. Einmal gerettet, immer gerettet. Es ist ewiges Leben, es ist ein Geschenk. Du kannst es nicht verlieren. Sie glauben nur eine Zeit lang. Aber siehst du, das Ding ist, in Johannes... Kapitel 3, Vers 18 steht, wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Die Frage ist wirklich, ob jemand geglaubt hat. Warum sage ich das? Weil Errettung eine einmalige Sache ist. Errettung ist eine einmalige Sache. Mit dem Herzen glaubt man, um gerecht zu werden, und mit dem Mund bekennt man, um gerettet zu werden. Man glaubt an das Evangelium, ruft den Namen des Herrn an und hat ewiges Leben. Es ist kein Prozess, es ist einmalig. Rettung ist einfach. Man hat ewiges Leben. Also die Frage, also man muss nicht irgendwie einen besonders beständigen Glauben haben, besonders starken Glauben. Es reicht, wenn man einmal geglaubt hat. Natürlich wissen wir gleichzeitig auch, dass jemand, der wirklich gerettet ist, mit Heiligem Geist versiegelt ist, bis auf den Tag der Erlösung. Also wir werden nicht wirklich komplett aufhören zu glauben. Wir werden immer noch die Wahrheit glauben.
auch wenn wir in unserem Glauben zurückfallen, auch wenn wir schwach sein werden, wenn wir Zweifel haben werden, wenn wir trotzdem das richtige Evangelium glauben. Also es geht hier weniger darum, wenn wir Lukas Kapitel 8 lesen, dass derjenige komplett aufgehört hat zu glauben. Das ist nicht, was damit gemeint ist. Denn wenn wir das weiterlesen, sie glauben nur eine Zeit lang und zur Zeit der Versuchung fallen sie ab, dann geht es nicht darum, dass sie jetzt irgendeine Lüge glauben, irgendein falsches Evangelium, nee, nee. Sondern es geht einfach nur darum, dass sie zur Zeit der Versuchung abgefallen sind. Also sie sind zurückgefallen, sie haben vielleicht die Kirche verlassen, die Gemeinde verlassen, eben weil es Versuchungen gab in ihrem Leben. Also wieder, Leute, die sagen, oh, der ist nicht gerettet, die glauben möglicherweise selbst einfach ein falsches Evangelium. Und die sind selbstgerecht. Die haben noch nie Versuchungen erlitten in ihrem Leben. Die mussten noch nie durchhalten. Aber ich kann dir versprechen, ich kann meine Hand dafür ins Feuer legen, wenn ich so jemanden fragen würde, ob der an Jesus glaubt, der glaubt immer noch an Jesus, natürlich. Absolut. Nur das ist halt zurückgefallen zur Zeit der Versuchung. Und rein theoretisch, würden wir aufhören zu glauben, wären wir immer noch gerettet, rein theoretisch. Das wird niemals passieren, weil wir immer an die Wahrheit glauben werden. Wir haben den Heiligen Geist, wir sind versiegelt, der Heilige Geist wird uns nicht verlassen, auch wenn wir vielleicht zurückfallen. Wir haben trotzdem den Heiligen Geist, werden trotzdem die Wahrheit glauben. Nur rein theoretisch, hey, wir haben ewiges Leben. Es hängt sowieso von Gott ab. Also, was mir nur wichtig ist, dabei zu sagen, wenn wir Seelengewinn gehen, wir denken, jemand ist gerettet worden, der sich dann aber später als Atheist herausstellt, dann sagen wir nicht, dass der gerettet ist. Der ist nicht gerettet. Weil der hat nie geglaubt. Ja. Das ist nicht so, dass er irgendwie abgefallen ist, weil das geht nicht, einfach komplett vom Glauben abzufallen, dass du nicht mehr an Jesus glaubst, das gibt's nicht. Sondern der hat einfach nie wirklich das Evangelium verstanden, nie wirklich vertraut auf Jesus. Aber worum es hier, wie gesagt, geht, ist, zur Zeit der Versuchung abzufallen, eine Versuchung in seinem Leben zu haben, zurückzufallen im Glaubensleben und nicht weiterzumachen. Vers 14. Lukas Kapitel 8, Vers 14, was aber unter die Dornen fiel, das sind die, welche es gehört haben, aber sie gehen hin und werden von Sorgen und Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und bringen die Frucht nicht zur Reife. Wie viele junge Christen haben, ja, zumindest vielleicht ein bisschen Eifer für das Evangelium sogar und verbreiten das auf, was weiß ich, Instagram, TikTok und so weiter, aber sie führen immer noch ein sehr weltliches Leben. Und sie werden die Frucht nicht zur Reife bringen, wie das hier steht, weil sie sich zu sehr in Vergnügungen des Lebens ersticken, zu sehr in Vergnügungen des Lebens begeben. Und dadurch wird das Wort erstickt. Sie können die Frucht nicht zur Reife bringen. Und Leute denken, oh, ihr seid in einem Kult. Ihr seid im Kult, ja. Und ihr könnt da nicht mehr raus. Und ihr habt garantiert keinen Spaß und ihr werdet depressiv, wenn ihr in so einem Kult seid. Ja, wir haben Spaß hier, oder? Ich meine, wir haben gute Gemeinschaft. Es ist nicht so, dass wir keine Vergnügungen haben wollen, aber es geht hier eher um fleischliche Begierden, um Geld, um Party. Und hier geht es, und die Leute, die hier genannt werden, 8 Vers 14, die haben anscheinend schon irgendwie ein bisschen Frucht gebracht. Weil hier steht, sie bringen die Frucht nicht zur Reife. Also irgendwas scheint ja schon da zu sein. Nur sie bringen das eben nicht zur Reife, weil sie nicht weiterkommen in ihrem Glauben. Sie wachsen nicht in ihrem Glauben, weil sie eben sich selbst ersticken durch ihr eigenes gottloses Leben. Aber sind sie gerettet? Ja. Sie haben geglaubt. Sie haben das Wort aufgenommen. Und dann gibt es diejenigen in Vers 15, die Frucht bringen in standhaftem Ausharren. Nicht so, die harren standhaft aus, aber das sind nur die wenigsten. Die meisten Christen, zumindest in Deutschland, auch die paar wenigen Geretteten, die würden abfallen zur Zeit der Versuchung. Die würden einknicken. Sind sie gerettet, wenn sie an Jesus geglaubt haben? Ja. Aber sie würden der Versuchung nicht standhalten. Und würden sagen, hey, das ist mir zu radikal, das ist mir zu kontrovers. Da bin ich raus. Da möchte ich nicht mehr dabei sein. Das ist nicht mein Ding. Jesus nachzufolgen, da sagen viele, das ist nicht mein Ding. Das ist eigentlich echt traurig. Ich meine, wenn wir denken, was Jesus alles für uns gemacht hat, und dann, das ist nicht mein Ding, das ist mir zu schwer. Ist das wirklich für dich zu schwer? Oh, du hast ein paar Freunde verloren. Oh, wie schlimm.
Jetzt hast du bessere Freunde in der Kirche. Matthäus Kapitel 13. Vers 24. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Also es geht wieder um den Samen, es geht wieder darum, das Evangelium zu verkündigen. Wir sagen ja auch manchmal, dass wir einen Samen gesät haben. Wenn jemand nicht gerettet wird, okay, es wurde zumindest ein Samen gesät und vielleicht wird der Samen später aufgehen, so als Symbolik. Also um das vielleicht nochmal klar zu machen, es geht hier darum, das Evangelium zu verkündigen. Der Same, ja, das ist das Wort Gottes, wir verkündigen das Evangelium, wir streuen das Evangelium aus und ja, aus manch einem Samen wird was, aus manch einem nicht. Mal so, mal so. Das Reich der Himmel gleicht einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Leute schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging davon. Als nun die Saat wuchs und Frucht ansetzte, da zeigte sich auch das Unkraut. Die Knechte des Hausherrn traten herzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen in deinen Acker gesät? Woher hat er denn das Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Das hat der Feind getan. Da sagten die Knechte zu ihm: Willst du nun, dass wir hingehen und das zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Lasst beides miteinander wachsen bis zur Ernte, und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, damit man das verbrenne. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Und Jesus legt dann das Gleichnis aus, ab Vers 36. Worauf ich aber erstmal eingehen möchte, ist Vers 29. Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit ihm den Weizen ausreißt. Worum es hier geht: Unter dem Weizen, da ist Unkraut. Unter den wahren Christen, unter den Geretteten, wird es Unkraut geben. Judasse, ja. Verworfene, falsche Propheten und Irrlehrer haben den Tod verdient. Die seien verflucht, sagt die Bibel. Aber Jesus warnt uns davor, das Unkraut auszureißen, damit wir eben nicht zugleich mit ihm den Weizen ausreißen. Also wir sollen eben nicht das Gesetz in die eigene Hand nehmen und sagen, jetzt rotten wir das Unkraut aus, weil wir natürlich nicht 100% wissen können, okay, wer ist wirklich ein Judas, wer ist nur verwirrt. Wir würden eher Schaden damit anrichten. Und also das ist eindeutig, was die Bibel sagt, wir sollen das eben nicht tun. Das Unkraut ausreißen. Sondern wir sollen beides miteinander wachsen lassen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte will ich den Schnittern sagen: Lest zuerst das Unkraut zusammen, bindet es in Bündel, dass man es verbrenne, den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Also wir sollen einfach ausharren. Es gibt falsche Propheten. Wir können gegen sie beten, Rachepsalmen beten. Ja, nicht besonders populär in Deutschland, aber gehört zur Bibel dazu. Das ist, was wir machen können, aber ja, wir müssen einfach durchhalten, das Evangelium predigen, so viele Menschen retten wie möglich und nicht, anstatt uns einfach nur darüber aufzuregen, oh, es gibt so viele falsche Evangelien, so viele falsche Propheten, dann mach doch was. So, dann geh doch selbst Seelen gewinnen. Dann tu doch was. Ein anderes Gleichnis legt er ihnen vor, Vers 31, und sprach: Das Reich der Himmel gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Dies ist zwar von allen Samenkörnern das kleinste, wenn es aber wächst, so wird es größer als die Gartengewächse und wird ein Baum, so dass die Vögel des Himmels kommen und in seinen Zweigen nisten. Es wird ein Baum, trägt viel Frucht und fängt aber nur mit so einem kleinen Samenkorn an. Und wenn wir das Evangelium verkündigen, Menschen retten, ihnen zeigen, wie sie in den Himmel kommen können, ist nur durch Glaube, Glaube an Jesus, vertraue auf ihn, rufe seinen Namen an. Wenn dieser Mensch dann selbst Seelengewinn geht, wieder andere rettet, dann gibt es exponentielles Wachstum. Und es fängt mit so einem kleinen Samenkorn an, mit einem Tropfen auf den heißen Stein, könnte man vielleicht meinen. Aber wenn sich mehr Gerettete finden, die auch Eifer haben, Seelengewinn gehen. Wenn unsere geistlichen Kinder auch was tun für den Herrn,
dann gibt es exponentielles Wachstum, es werden viel mehr Leute gerettet und es wird ein großer Baum draus, der noch mehr Früchte trägt. Ein anderes Gleichnis sagt er ihnen, das Reich der Himmel gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und heimlich in 3 Schöpfe Mehl hineinmischte, bis das Ganze durchsäuert war. Dies alles redete Jesus in Gleichnis zu der Volksmenge und ohne Gleichnis redete er nicht zu ihnen. Also in Vers 33 wird das Reich der Himmel mit einem Sauerteig verglichen. Und ein Sauerteig kann sowohl positiv als auch negativ in der Bibel sein. Ich meine, Sünde wird mit Sauerteig verglichen, weil Sünde alles durchsäuert und auf andere abfärbt, anderen schadet. Aber auch das Reich der Himmel wird mit Sauerteig verglichen, weil auch das Reich der Himmel sich so ausbreiten kann. Und wenn wir predigen, wenn wir Seelen gewinnen gehen, wir wissen nicht genau, was die Frucht davon sein wird. Wir müssen es einfach nur streuen. Wir müssen es einfach nur machen und gucken, was passiert. Weil das Ding ist, ich kann nicht wirklich andere Menschen verändern. Ich kann sie nicht dazu zwingen. Ich kann sie nur verändern, wenn ich ihnen die Wahrheit sage, das ist, was du tun musst, das ist, was die richtige Lehre ist. Und wenn sie das glauben, dann verbreitet sich eben das Reich der Himmel wie ein Sauerteig. Wir mischen es hinein, wir bringen Gottes Wort unter das Volk, wir verteilen ganz schlimme DVDs, ja, wir gehen Seelen gewinnen und übersetzen Predigten und streuen das einfach. Und das wird Deutschland durchsäuern. Das wird manchen nicht gefallen. Dann kommt die Zeit der Versuchung, die Zeit der Anfechtung und dann müssen wir eben standhaft ausharren und nicht abfallen. Und ja, nicht denken irgendwie, ach, ich werde schon durchhalten. Ja, ich werde das schaffen. Ich werde nicht zur Zeit der Versuchung abfallen. Aber die Wahrheit ist, dass die meisten Christen heutzutage insgesamt versuchen, nicht standhalten. Einknicken, nicht gegen die Sodomiter aufstehen, nicht gegen die Feinde Gottes aufstehen, nicht gegen falsche Propheten aufstehen, nicht gegen das aufstehen, wogegen wir aufstehen müssen heutzutage. Nicht, weil das schön ist, sondern weil es halt einfach so ist. Vers 35, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt ist, der spricht, ich will meinen Mund zu Gleichnisreden öffnen, ich will verkündigen, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Also zum einen sind die Gleichnisreden natürlich etwas geheimnisvoll und ein Ungläubiger kann sie nicht wirklich verstehen von sich aus. Auf der anderen Seite verkündigt Jesus durch die Gleichnisreden eben aber auch das, was von Grundlegung der Welt an verborgen war und offenbart es uns eben. Das, was ein Geheimnis war, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, das Evangelium, das Reich der Himmel, wie genau Jesus uns rettet und alles, was damit einhergeht. Und wir haben jetzt eben die Offenbarung von dem, was von Grundlegung der Welt an verborgen war. Das ist großartig. Da entließ Jesus die Volksmenge und ging in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, erkläre uns das Gleichnis vom Unkraut auf dem Acker. Und er antwortete und sprach zu ihnen, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Kinder des Reichs, das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. Das ist eben, was ich meinte. Das Unkraut unter dem Weizen sind die Kinder des Bösen, sind die Kinder des Teufels. Der Feind, der es sät, ist der Teufel. Die Ernte ist das Ende der Weltzeit. Die Schnitter sind die Engel. Gleich wie man nun das Unkraut sammelt und mit Feuer verbrennt, so wird es sein am Ende dieser Weltzeit. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus seinem Reich sammeln und werden sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Und es gibt eine falsche Lehre, dass auch Christen heulen und Zähneknirschen haben werden können. Und diese Leute sagen, wenn du quasi scheiterst vor dem Richterstuhl Christi, wenn du keine Belohnung hast, wenn du keine guten Werke vorzuweisen hattest, dann wirst du dich dafür schämen, dann wirst du heulen und Zähneknirschen haben. Aber wir sehen hier eigentlich, dass heulen und Zähneknirschen im Feuerofen ist, in der Hölle. Das ist eine verderbliche Irrlehre. Christen kommen nicht in die Hölle. Wir werden kein Heulen und Zähneknirschen haben. Hey, auch wenn es schade sein wird, wenn wir keine Belohnung im Himmel haben, hey, es ist trotzdem schön, im Himmel zu sein. Wir werden uns trotzdem freuen, dorthin zu kommen. Hey, lieber irgendwie in den Himmel kommen, als gar nicht in den Himmel zu kommen.
Denn ich werde keinen heulenden Zähneknirschen haben. Das ist egal, wie wenig ich geschafft habe vielleicht. Spielt keine Rolle. Aber wenn es natürlich noch besser ist, mit viel Belohnung in den Himmel zu kommen. Und außerdem steht in Vers 43, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Wer sind wohl Gerechte? Das sind natürlich Christen. Gerechtfertigt durch den Glauben an Jesus Christus. Und reingewaschen in seinem Blut. Wir haben unsere Gewänder reingewaschen in seinem Blut, heißt es in der Bibel. Normalerweise würde es natürlich nicht funktionieren, ein Gewand reinzuwaschen durch Blut. Aber es geht eben durch unsere Sünden, die abgewaschen wurden. Wir sind gerecht durch den Glauben und wir werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Und die Sonne in der Bibel ist Jesus Christus. Wir werden ihm gleichgestaltet werden, sagt die Bibel. Wir werden leuchten wie er. Aber was ich damit sagen will ist, Christen, die werden nicht heulen und Zähneknirschen haben, sondern die werden leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Und wir wollen aber zu denen gehören, die wie die hellsten Sterne leuchten. Und es gibt diesen Vers in Daniel, kann mir jemand helfen vielleicht? Die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen. Wir müssen das kurz suchen. Genau, Daniel 12, Vers 3, und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewiglich. Also wenn wir zu denen gehören, die vielen zur Gerechtigkeit weisen, die Seelen gewinnen gehen, die lehren, die anderen helfen, im Glauben zu wachsen, ja, dann werden wir leuchten wie die Sterne immer und ewiglich. Und ich denke, dass das Bild, das die Bibel hier verwendet, ist, ich meine, wir werden alle leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters, aber manche werden weniger leuchten, werden nur eine kleine Funzel sein, andere werden sehr hell leuchten, weil sie die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben. Und wir wollen hell leuchten. Vers 44, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Deswegen ist natürlich, können wir uns nicht das Reich der Himmel erkaufen, wortwörtlich. Wir können uns nicht Errettung erkaufen, es ist ein Geschenk, es ist kostenlos. Aber es geht hier vielmehr darum, wie viel wert das Reich der Himmel ist. Wie viel wert es ist und dass das Reich der Himmel es wert ist, dafür auch alles aufzugeben und Gott zu dienen. Und natürlich können wir niemals irgendwie, wie gesagt, also wir können Errettung nicht bezahlen, wir können dafür nichts geben, es ist ein Geschenk. Darum geht es hier weniger, es ist natürlich auch ein Gleichnis. Ne? Das ist einfach ein Beispiel. Das meinte ich eben zu Beginn, es sind Beispiele, wir können nicht jedes einzelne Detail auf irgendeine bestimmte Lehre beziehen, das funktioniert nicht. Aber es geht einfach nur darum, wie viel wert das Reich der Himmel ist. Dass es alles wert ist. Aber die Leute draußen, die kapieren das nicht, die meisten. Oder wollen es nicht kapieren. Und schlagt mit mir auf. Ich muss es kurz raussuchen. In Matthäus Kapitel 4, auf Vers 12. Matthäus Kapitel 4, auf Vers 12. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt worden war, zog er weg nach Galiläa. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees,
jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen, und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Also stellt euch vor, Jesus kommt in das Land Zebulun und Naphtali. Jesus, von dem gesagt wird, dass sein Aussehen uns nicht gefiel, dass wir kein Gefallen an ihm hatten. Er war keine besondere Erscheinung. Oh, da kommt Jesus. Nein. Aber was sagt die Bibel? Dadurch, dass Jesus kam, wurde das Wort erfüllt. Das Land Zebulun und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wohnt, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Hey, wenn Jesus verkündigt wird, wenn das Evangelium verkündigt wird, dann geht dem Volk, das in der Finsternis wohnte, ein großes Licht auf. Ein großes Licht. Und was sagen die Leute? Ey, kein Interesse, keine Zeit. Nee, heute nicht. Nee, lass mich in Ruhe. Ich bin beschäftigt. Es geht ihnen aber eigentlich ein großes Licht auf. Vers 47, Kapitel 13, Vers 47, wiederum gleich das Reich der Himmel einem Netz, das ins Meer geworfen wurde und alle Arten von Fischen zusammenbrachte. Als es voll war, zogen sie es ans Ufer, setzten sich und sammelten die guten in Gefäße, die faulen aber warfen sie weg. So wird es am Ende der Weltzeit sein. Die Engel werden ausgehen und die Bösen aus der Mitte der Gerechten aussondern und sie in den Feuerofen werfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Heulen und Zähneknirschen. Die Hölle ist nicht einfach nur, dein Körper wird verbrannt und Schluss. Wie das die Adventisten lehren zum Beispiel. Sondern die Hölle ist Heulen und Zähneknirschen. Ewiges Bereuen, dass du nicht an den Herrn geglaubt hast. Ewige Qual, ewige Schmerzen. Und die Bibel sagt, dass der Rauch ihrer Qual aufsteigt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist nicht einfach der Rauch des Feuers, das ist der Rauch ihrer Qual. Und diese Verse sollten wir wirklich sehr tief einsinken lassen in unsere Herzen, um zu kapieren, wie wichtig es ist, dass wir das Evangelium verkündigen. Ich meine, ewiges Heulen und Zähneknirschen, weil Zähneknirschen anscheinend irgendwie weniger wehtut als die Schmerzen, die du dort erleidest. In flammendem Feuer, sagt die Bibel, wenn er Vergeltung gibt denen, die Gott nicht kennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorchen. Ja, was ist mit denen, die Gott nicht kennen? Nun, sie werden zur Hölle fahren. Und das ist eine dumme Frage eigentlich. Ja, was ist mit denen, die noch nie was von Jesus gehört haben? Nun, sie haben nicht geglaubt, also kommen sie zur Hölle. Aber hey, Gott gibt jedem Mensch die Chance. Wir wissen aus der Bibel, dass der Schall der Verkündigung ausgegangen ist über den ganzen Erdkreis. Alle Völker haben das Wort Gottes gehört. Jeder hat die Chance, gerettet zu werden. Garantiert. Nur wenn ihnen dann das große Licht aufgeht, wenn dann die Seelengewinner kommen, wenn Jesus Christus verkündigt wird, dann wollen sie nichts davon wissen. Jesus sprach zu ihnen, habt ihr das alles verstanden? Sie sprachen, ja, Herr. Da sagte er zu ihnen, darum gleicht jeder Schriftgelehrte, der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, einem Hausvater, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorholt. Ein Schriftgelehrter, der sich sehr gut im Alten Testament auskennt und der für das Reich der Himmel unterrichtet ist, der wird auf einmal, der hat auf einmal das ganze Verständnis. Der wird Altes und Neues hervorholen aus seinem Schatz und kann jetzt auch im Alten Testament sehen, wo es überall um Jesus geht und ja, worum sich das Alte Testament eigentlich dreht. Wie Moses gesagt hat, wie Jesus gesagt hat, dass das Mose von ihm geschrieben hat. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse beendet hatte, zog er von dort weg. Und als er in seine Vaterstadt kam, lehrte er sie in ihrer Synagoge, sodass sie staunten und sprachen, woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Das Ding ist, viele Leute erkennen an, okay, die Christen, ja, oder diese Seelengewinner, die wissen einiges aus der Bibel. Die haben einiges im Kopf. Und so rein weltlich, menschlich gesehen, können sie darüber erstaunen. Und wenn wir ein gerechtes Leben führen, dann sollte es auch wirklich so sein, dass die Leute sagen werden, ja, die haben ein besseres Leben.
wie Daniel und seine Gefährten, die 10-mal besser erfunden waren als alle anderen aus Israel. Also sie sehen das schon. Woher hat dieser solche Weisheit und solche Wunderkräfte? Sie können das nicht leugnen. Es ist allen offenbar. Aber sie nehmen Anschluss an ihm, wie wir dann lesen. Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Nein, er ist nicht der Sohn des Zimmermanns, es ist der Sohn Gottes. Leute sagen immer, ja, Jesus war ein Zimmermann. Ich meine, es ist durchaus möglich, dass er den Beruf eines Zimmermanns ausgeübt hat. Aber auf der anderen Seite, Jesus hat andauernd gepredigt. Jesus war außer sich, sagt die Bibel. Er hat kaum was anderes getan, als das Evangelium zu predigen. Hat die Nacht durchgebetet. Ich weiß nicht, wie er da Zimmermann sein konnte, aber ich weiß es eben nicht. Das können wir nicht genau wissen. Aber Leute, die so mit Sicherheit sagen, Jesus war ein Zimmermann, wollen die sich auf diesen Vers berufen? Auf später? Die ihn verunglimpfen als der Sohn des Zimmermanns? Er ist der Sohn Gottes. Aber wenn du eine falsche Bibelübersetzung liest, dann ist Josef der Vater von Jesus. Deswegen lies eine ordentliche Bibelübersetzung, Schlachter 2000, ja, basiert auf dem Textus Receptus. Und dann wirst du nicht auf so komische Ideen kommen. Jesus ist Gottes Sohn, nicht der Sohn des Zimmermanns. Ja. Jesus ist der Herr, Jesus ist Gott. Amen. Gott ist geoffenbart worden im Fleisch. Amen. Und nicht der Sohn des Zimmermanns. Amen. Heißt nicht seine Mutter Maria? Und das stimmt. Und seine Brüder heißen Jakobus und Josef und Simon und Judas. Sie denken sich, ey, wir kennen ihn doch. Woher hat er das alles? Oder warum haben wir das nicht? Weil wenn Leute über dich spotten, kann es sein, dass sie einfach nur neidisch sind. Warum haben wir das nicht? Das ist eher, was ich da lese. Und sind nicht seine Schwestern alle bei uns? Woher hat dieser denn das alles? Und sie nahmen Anschluss an ihn. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet ist nirgends verachtet, außer in seinem Vaterland und in seinem Haus. Der tat dort nicht viele Wunder, um ihres Unglaubens willen. Und Atheisten sagen immer, ja, wenn ich Gott irgendwie sehen würde, wenn ich irgendwie ein Wunder sehen würde, Gott, tu doch endlich was, tu ein Wunder. Aber hier steht, er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Siehst du, glaube erstmal an Gott und dann wirst du die Wunder erleben. Du wirst nicht gerettet durch Wunder, du wirst nicht gerettet durch Zeichen, sondern die Zeichen sind nur eine Bestätigung. Du musst an die Bibel glauben, an das Wort. Und es heißt auch, dass die Sprachen ein Zeichen sind für die Ungläubigen, nicht für die Gläubigen. Es ist ein Zeichen, um Gottes Wort zu bestätigen. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass der Herr das Wort bestätigte durch die damit einhergehenden Zeichen und Wunder. Das ist eher eine Bestätigung, aber worum geht es eigentlich? Es geht um die Lehre, es geht um die Bibel. Sie müssen das Wort glauben. Und ich möchte noch eine Stelle raussuchen, kleinen Moment. Ich meine, wir lesen immer wieder im Matthäus-Evangelium auch, dass die Volksmenge erstaunte über seine Lehre. Natürlich erstaunten sie auch über seine Wunder, das lesen wir auch. Aber was auffällt, ist, dass sie über seine Lehre erstaunten. Und das lesen wir auch in der Apostelgeschichte. Ich möchte den Vers nur finden. Apostelgeschichte 13. Vers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, voll Heiligen Geistes, blickte ihn fest an und sprach, O du Sohn des Teufels, voll von aller List und aller Bosheit, du Feind aller Gerechtigkeit, wirst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verkehren. Und nun siehe, die Hand des Herrn kommt über dich und du wirst eine Zeit lang blind sein und die Sonne nicht sehen. Augenblicklich aber fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte Leute, die ihn führen könnten. Als nun der Statthalter sah, was geschehen war, wurde er gläubig betroffen von der Lehre des Herrn. Also nochmals, als nun der Statthalter sah, was geschehen war, er sah dieses wirklich unfassbare Wunder, wurde er gläubig betroffen von der Lehre des Herrn. Paulus und seine Gefährten aber fuhren von Paphos ab und so weiter. Also worum es mir geht ist, sie waren betroffen von der Lehre des Herrn. Also der Fokus ist hier vielmehr auf die Lehre. Nicht auf das Wunder an sich, sondern auf die Lehre. Die Lehre ist das Wichtige, das Wort Gottes ist das Wichtige, die Bibel.
muss geglaubt werden. Wenn Leute nicht glauben wollen, dann wird Gott ihnen auch weniger Wunder zeigen. Oder gar keine Wunder. Er tat dort nicht viele Wunder um ihres Unglaubens willen. Wenn sie Mose und den Propheten nicht glauben wollen, so würden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer aus den Toten auferstehen ist. Sie könnten das größte Wunder aller Zeiten sehen. Sie können sehen, wie Jesus aufersteht aus den Toten. Wenn sie Mose und den Propheten nicht glauben, nicht gerettet. Keine Chance. Oh, wenn wir nicht ein Wunder sehen würden. Aber du glaubst nicht. Warum sollte dir Gott ein Wunder zeigen? Hey, willst du ein Wunder erleben? Glaube Gott. Erstens. Und folge ihm nach. Zweitens. Und tu was für ihn.